Ja, hallo, guten Tag. Ich bin Andrea Timbrandt und ich bin Pädagogin und ich bin auch Mutter und ich bin auch Großmutter. Und ich möchte heute ein paar Worte sagen, weil mir vor allen Dingen die Kinder sehr am Herzen liegen und ich mich frage, was tun wir eigentlich da gerade unseren Kindern an? Und ich habe das letzte Mal demonstriert, glaube ich, als ich 18 war, auf der Friedensbewegung, dann nicht mehr. Und ich habe in meinem Leben noch nie auf irgendeiner Demo irgendwas gesagt. Das ist absolute Premiere. Ich merke auch, dass ich gerade ein bisschen aufgeregt werde. Ja, und ich habe mir Notizen gemacht, weil ich die Sorge habe, wenn ich erstmal loslege zu reden, dass ich dann so viel rede, weil ich bin eigentlich so voll, dass es dann einfach für Sie unerträglich lang wird. Und ich hoffe jetzt mit dem, was ich aufgeschrieben habe, dass es für Sie nicht zu lang wird. Ja. Ich habe mir in dieser Zeit, seit dieses Corona-Thema so hoch ist, immer wieder zwei Fragen gestellt. Und die eine Frage, die heißt, was macht den Mensch zum Menschen? Und die zweite Frage, die heißt, in welcher Welt wollen wir leben? Und das sind so ein bisschen meine Arbeitsfragen, die ich die ganze Zeit eigentlich so mit mir rumtrage, die brennen schon seit 36 Jahren in mir, aber im Moment kochen sie hoch. Das ist das Thema. Und anfangen möchte ich mit einem Zitat von Albert Einstein. Das heißt, er sagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. So, und diese drei Sachen, die zwei Fragen und dieses Zitat können Sie ein bisschen im Hinterkopf haben. Also, ach ja, zu meiner politischen Orientierung, ich bin eigentlich gar nichts, ich weiß auch nicht mehr, welche Partei man heutzutage wählen kann. Eigentlich finde ich keine mehr. Was ich versuche, ist, mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen und offen zu sein für den Himmel über mir. Also, ganz ehrlich, wir wissen das alle. Vor einem halben Jahr, so an Weihnachten oder Silvester, hätte keiner von uns, ich konnte es mir nicht vorstellen und kein Mensch, mit dem ich gesprochen habe, konnte mir sagen, dass wir jetzt im Mai oder Juni hier in so einer Situation stehen. Grundrechte weg, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Menschen, die anderer Meinung sind, verlieren ihre Arbeit oder ihr Einkommen. Leute, die noch nie in ihrem Leben auf einer Demo waren, gehen plötzlich auf die Straße. Die Gesellschaft ist wirklich gespalten und es herrscht Angst, Angst, Angst und weltweit ein ähnliches Bild. Das ist verrückt. Ja? Wir haben es nicht kommen sehen, dass wir an diesen Punkt kommen. Das geht mir immer wieder durch den Kopf. Und trotzdem war alles gut vorbereitet. Die Überwachung, die Kontrolle, der Hygiene- und Virenwahn, da Masernimpfpflicht, Sicherheitsdenken oder Versicherungsdenken, Digitalpakete für Schulen, 5G, Abschaffung des Bargelds, alles war schon auf dem Weg. Das ist nicht neu. Und jetzt taucht es in massiver Form plötzlich auf. Und jetzt die Frage, was tun wir unseren Kindern an? Denn die Frage muss man stellen, wenn das, der ganze Spuk 2 Wochen gedauert hätte oder vielleicht auch noch 4, dann hätte ich gesagt, naja, ja, so eine Zeit gibt es mal. Aber dann muss das vorbei sein, vor allen Dingen was die Kinder betrifft. Denn für die Kinder kann das eine ganz entscheidende Entwicklungsphase, eine ganz entscheidende Phase sein ihres Lebens, in der sie so etwas, was derzeit mit ihnen passiert, auf schlimme und tiefgreifende Weise trifft. Aber unsere Kanzlerin sagt, wir stehen am Anfang der Pandemie. Ja, genau. Das kann man kaum glauben. Ich fasse es immer nicht und denke, was ist da los? Welche Zahlen sieht diese Frau? Die kriegt doch die gleichen Zahlen wie ich vom Robert-Koch-Institut. Ja, aber ich verstehe es trotzdem langsam, denn es
Ich denke, wir werden so lange am Anfang der Pandemie stehen, bis wir durch einen Impfstoff am Ende der Pandemie stehen. Und dann kommt der nächste Virus, dann stehen wir wieder am Anfang einer Pandemie und dann kommt der Impfstoff, dann stehen wir wieder am Ende. Und das soll unser neuer Lebensrhythmus sein. Also, wollen wir uns an diese neue Normalität gewöhnen? Nein. Nein. So, in den Schulen wird den Eltern jetzt schon so ein bisschen durch die Hintertüre gesagt, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass es auch nach den großen Sommerferien wahrscheinlich keinen Normalbetrieb in der Schule geben wird. Und die Eltern horchen natürlich auf. Und ich stelle jetzt mal eine ganz andere Frage. Wollen wir wieder den normalen alten Schulbetrieb? Will ich den wieder? Wollen wir zurück zum alten Leistungsdenken, zum Leistungswettbewerb in den Schulen? Wollen wir lernen mit Angst, Ehrgeiz und Druck, umgesetzt durch staatliche Autoritäten? Wollen wir weiterhin so viele Kinder medikamentieren müssen, nur mal, damit sie den Schulalltag in Dumpfheit über sich ergehen lassen? Wollen wir die Liebe der Lehrer zu den Kindern, die ja da ist, wollen wir die weiter dafür missbrauchen, dass sie strukturelle Gewalt ausüben in Form von Auslese und Notendruck? Denken Sie an meine Frage, was macht den Mensch zum Menschen? Das digitale Lernen, wollen wir uns weiter dem Irrglauben hingeben, dass das Kind sich durch die Maschine zum Menschen entwickelt? Dieser Fortschrittsglaube hat ja nun neuen Schwung bekommen. Und endlich haben wir auch alle gemerkt, wie rückständig wir in Deutschland sind und wie wichtig es ist, dass wir uns hier gut aufstellen. Da reiben sich schon manche Geschäftsleute die Hände. Wir brauchen das, denn Viren wird es immer geben. Die Erwachsenen sollen sich an den Homeoffice und die Kinder an das Homeschooling gewöhnen. Was aber haben wir im Homeschooling gesehen? Ich habe mit vielen Eltern gesprochen, sehr genervte und überforderte Eltern. Kinder, die immer mehr und nur noch vor dem Bildschirm kleben, mit all seinen Gefahren. Geklappt hat das Ganze nur da, wo die Eltern das einfach nicht mitgemacht haben, klar. Oder wo Eltern und Kinder das miteinander gut hingekriegt haben, wo die Eltern es geschafft haben, ihre Kinder dazu zu motivieren und zu unterstützen. Da hat es funktioniert. Wo das nicht ging, wo die Eltern das nicht konnten, aus welchen Gründen auch immer, die verständlich sind, da hingen die Kinder ab, da hat es nicht geklappt. Und sehen Sie, daran merkt man es schon, worum es geht. Das Kind lernt nicht von der Maschine. Das Kind braucht den anderen Menschen. Es wird nur durch den Mensch zum Menschen. Keine Maschine kann das ersetzen. Das geht ja sogar so weit, und vielleicht können Sie sich selber an das Gefühl als Kind noch erinnern, dass Kinder sogar für ihre Lehrer lernen. Bis in die Pubertät hinein lernt das Kind überhaupt nicht für sich, sondern für die Lehrer, die es liebt, oder für die Eltern. Ja? Und alle Wesen auf dieser Erde, wir gucken uns mal an, die Vögel, die lernen das Singen von ihren Vogeleltern, die Wölfe lernen das Jagen im Wolfsrudel und auch der Mensch lernt nun mal vom Menschen. Und auch singen lernt er nicht vom Radio, das ist erwiesen. Und die Sprache lernt er nicht von Märchenkassetten, sondern immer vom leibhaftigen Menschen. Auch den aufrechten Gang im Übrigen. Also das wäre schon mal bewiesen und gerade jetzt in der Corona-Krise ist bewiesen, dass die digitale Bildung zu nichts führt, auf jeden Fall nicht zum Menschsein. So, eine weitere Regel, mit der man die Kinder drangsaliert. Abstand halten, ja? Also, gucken wir uns nochmal an, warum gehen Kinder überhaupt noch in die Schule? Ja, das ist ja gar nicht, ich arbeite mit vielen Schulverweigerern, also alle machen das nicht mehr mit, aber viele gehen doch noch brav hin. Und das liegt ja meistens daran, dass sie doch ihre Lehrer mögen, ja, dass sie sich freuen, ihre Klassenkameraden zu treffen, dass Kinder eigentlich grundsätzlich gerne lernen, ja, und dass sie natürlich auch Teil der Gesellschaft sein wollen, in die sie hineingeboren sind. So, aber schauen wir auf die andere Seite. Kinder lassen ziemlich viel dafür über sich ergehen. Das möchte ich mal behaupten. Sie lassen sich oft in etwas hineinzwängen, was ihnen überhaupt nicht entspricht, um bestenfalls auf die Pause zu warten. Das kennen wir auch alle. Ne? Fragt man Kinder, warum gehen sie gerne in die Schule? Ne? Was ist am schönsten? Die Pause. Ja? Also sie warten auf die Pause, in der sie endlich eins tun dürfen, nämlich spielen. Ja, und jetzt? Abstand.
Also auch die letzte Kindheitsglücksoase der Schule gestrichen. Und das geht mir so an die Nieren, das kann ich fast nicht aushalten, dass man die Kinder noch nicht einmal mehr spielen lässt. Da haben sie jetzt wochenlang sich voneinander überhaupt nicht sehen dürfen. Jetzt dürfen sie wieder in die Schule kommen und jetzt dürfen sie nicht mehr miteinander spontan und ungehemmt und frei und ohne Reglementierung spielen. Der Schulleiter vom Gymnasium hier hat gesagt, der Sozialraum Schule ist tot. In der Zeitung wurde das gesagt. So, also, das Spiel ist für die gesunde Entwicklung des Kindes von tiefgreifender Bedeutung. Spiel ist die Arbeit des Kindes. Es ist tiefer Ernst dahinter und geschieht doch in Leichtigkeit. Im Spiel wird der Ernstfall geübt und geprobt. Nirgendwo lernen Kinder so viel wie im Spiel. Sie fordern sich selbst heraus. Sie kommen in einen Flow. Beobachten Sie Kinder, dann sehen Sie es. Sie sind in ihrem Wesen unmittelbar, spontan, offen, voller Vertrauen. Sie zum Abstand halten, anzuhalten, heißt ihnen das unbefangene, freie Spiel zu verbieten. Das heißt ihnen die Kindheit zu verbieten. Und sei es noch mit so guten und liebevollen Erklärungen, es ist eine Disziplinierung, eine Einschränkung ihrer Kinderrechte. Ja, die Hygiene. Ich habe zwei Enkelkinder, die sind immer dreckig, weil sie den ganzen Tag im Garten in der Erde wühlen. Die stecken die Finger in den Mund und die nehmen ganz viele Keime und Viren und Bakterien in sich auf. Und wir wissen heute, das braucht das Immunsystem. Vor dem Essen die Hände zu waschen ist ja wunderbar, das kann man tun, ja? Aber letztendlich ist jede Auseinandersetzung, jede Berührung mit der Erde ist nicht nur seelisch, sondern auch körperlich notwendig. Unser ganzer Körper ist besiedelt von Bakterien und Viren. So, wenn wir das verhindern, machen wir Kinder krank. Das ganze System kann nicht mehr so arbeiten, der Darm und so weiter. Das merkt man nach Antibiotikabehandlung, kann man da Probleme kriegen, auch Kinder. Die seelische Berührung, wenn ein Kind erlebt oder lernt oder gesagt kriegt, dass Berührung krank macht, was für eine Haltung verinnerlicht sich da im heranwachsenden Menschen? Es entsteht eine extrem ungesunde Distanz zu anderen Menschen und zur Welt. Ich erlebe immer mehr Kinder, also das ist auch nicht neu, die sich nicht mehr trauen, in die Gartenerde hineinzugreifen, die Angst vor kleinen Tieren haben, die sich aber andererseits wie ein kleiner, glücklicher Held fühlen, wenn sie sich überwunden haben und mal eine Blindschleiche in der Hand halten. Kinder wollen und brauchen Berührung. Sie müssen die Welt mit allen Sinnen erleben, damit sie sie irgendwann auch lieben und schützen. Distanz führt zu Kälte und Beziehungslosigkeit. Die Maske signalisiert, ich muss Angst vor dir haben und du hast Angst vor mir. Stellen Sie sich das vor, dieses Erleben verinnerlicht das Kind als innere Haltung zu seinen Mitmenschen. Und ist dieser Keim erst einmal eingepflanzt, ist es schwer, wieder rückgängig zu machen. Beim Kind noch viel schwerer als für uns Erwachsene. Das ist für das Kind existenziell verunsichert, denn sein Gehirn reift noch. Es ist noch nicht fertig entwickelt. Alles prägt sich viel tiefer ein. Die Mimik, die Sprache, alles das lernt das Kind erst, die anderen Menschen zu verstehen, die Empfindungen zu verstehen. Das ist abgeschnitten durch die Maske. Das sorgt für Distanz, für Einsamkeit, für Kälte. So, und jetzt kommen die Stundenpläne. Das ist ja auch gerade so ein Chaos. Jetzt geht die Schule wieder los, dann dürfen die Kinder vielleicht eine Woche in die Schule, eine Woche Homeschooling oder 3 Tage in die Schule und 10 Tage Homeschooling oder. Da gibt es alle Varianten jetzt in den verschiedenen Schulen. Stundenpläne haben mit den Bedürfnissen der Kinder noch nie viel zu tun gehabt. Aber jetzt gibt es noch nicht mal mehr einen Rhythmus oder irgendwas Logisches. Außerdem sind die Stundenpläne ja mächtig reduziert durch diesen Schichtbetrieb. Und das Wichtigste sind natürlich die Kernkompetenzen. Jetzt werde ich ironisch. Deutsch, Mathe,
Sachkunde, das sind die wirklich wichtigen Fächer. Und nun zitiere ich mal einen Hirnforscher, Manfred Spitzer, der fragt, was sind die wichtigen Schulfächer? Das sehen Sie hier, Musik, Sport, Theater spielen, Kunst mit den Händen begreifen. Das sind die wichtigsten Schulfächer, die bringen die Hirnentwicklung weiter. Wenn wir uns die neue und die alte Normalität in den Schulen anschauen, dann ist der Angriff auf das Menschsein offensichtlich. Was für uns Erwachsene noch kompensierbar ist, greift in die Entwicklung der Kinder ein. Ganz ehrlich, das hat System. Es geht um den Menschen. Anscheinend stehen wir als Menschheitsfamilie, ich benutze mal diesen wunderbaren Begriff von Daniele Ganser, an einem Punkt, wo wir als Menschen herausgefordert werden, uns zu fragen, was bedeutet eigentlich Menschsein? Wie wollen wir als Menschen miteinander leben? Wie darf das Kind heranwachsen? Schon länger und derzeit besonders wird dem Kind sein Menschsein ausgetrieben, sein Urvertrauen, mit dem es auf die Welt kommt, seine Unbefangenheit, seine Offenheit, seine Lernfreude, seine Präsenz, seine Hingabe und sein Interesse, kaputt gemacht durch frühkindliche Bildung, Medien, Reglementierungen und nun auch noch Corona-Vorschriften. Ehrlich gesagt, ich habe die Nase voll von alter und neuer Normalität. Wer legt denn da die Latte der Normen an? Ich will keine genormten Kinder und keine genormten Menschen. Das Leben ist nie genormt wie eine DIN A4-Seite. Das Leben kennt keine rechten Winkel. Es kennt Symmetrien, Ordnungen, Entwicklungen, Gesetze. Aber die sind vielseitig und lebendig, wandlungsfähig, in unzähligen Variationen. Nie genormt. Das mit den Normen, das haben sich die Menschen ausgedacht, um sich daran festhalten zu können. Der Satz von Einstein bedeutet für mich, raus aus der Einbahnstraße des monokausalen Denkens, welches ausgedient hat, hin zu einem umfassenden neuen Denken des Lebendigen. Leben ist immer komplex. Der Mensch ist ein kompliziertes und vielschichtiges Wesen. Unsere Erde ist ein lebendiger, vielschichtiger Organismus. Immer wenn wir denken, eine Sache ist die Ursache für ein Problem, so sind wir auf dem Holzweg. Nicht CO2 allein heizt unser Klima an. Nicht ein Virus macht uns krank. Nicht einfach Wissen soll in Kinderköpfe gestopft werden. Nein, Leben und Entwicklung geht anders. Dieses komplexe, lebendige, systemische, sinnhafte Denken haben wir uns zu erringen, zu verteidigen in diesen Zeiten. Dafür brauchen wir keinen Gesundheitsminister. Der macht mit seinen Reglementierungen nämlich gerade die Menschen und vor allem die Kinder krank. Für unsere Gesundheit sind wir selber verantwortlich und zuständig. Wir brauchen auch kein hierarchisches, autoritäres Schulsystem unter lauter Kultusministern und Bildungsministern, die unsere Kinder zu Versuchskaninchen degradieren. Bitte keine alte Normalität zurück. Anstattdessen wünsche ich mir ein Aufwachen für die wirklichen Bedürfnisse der Kinder, für die wirklichen Bedingungen von Gesundheit, gesunder Entwicklung. Wir brauchen freie Menschen, die ihre Lebensimpulse erkennen und verwirklichen können. Nicht Konsumenten und Arbeitstiere, die brav die Verhaltensregeln von Ministern abnicken. Aber Freiheit, das merken wir jetzt, kriegen wir nicht geschenkt. Wir stehen aus meiner Sicht in einer neuen Verantwortung, wenn wir Dinge, die bisher autoritär durch den Staat geregelt wurden, freiheitlich ergreifen wollen. Das ist die Chance zu mehr Menschlichkeit auf Grundlage eines neuen Denkens. Denn das alte Denken, welches monokausal behauptet, dass Krankheit durch Viren entsteht, das hat ausgedient. Unsere Fülle an alten Glaubenssätzen. Der Glaube an das Geld, der Glaube an die materielle Wissenschaft, der Glaube an die Politik, der Glaube an die Versicherung. Fort damit! Es ist nicht so angenehm, in diesen Spiegel zu schauen, denn wir sind ein Teil der Vergangenheit, die uns in diese Krise geführt hat. Aber wir können heute anfangen, unsere eigene Lebendigkeit wieder zu entdecken, die Lebendigkeit unserer Kinder und der Erde wieder zu entdecken und unser Denken an der Komplexität des Lebens entwickeln lernen. Das führt in die Freiheit.
Das kann ein Heilungsimpuls sein für die Erde und alle ihre Wesen, auch für uns als Menschheitsfamilie. Das ist aus meiner Sicht die Chance dieser Krise. Wir sind gefordert, jeder Einzelne. Und hoffentlich wachen noch viele Menschen auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.